Guten Morgen aus Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Margit Müller. Ich bin Lead Managerin bei Baumüller und ich moderiere das Webinar heute. Und Ihre Referenten sind meine Kollegen Marc Hermanns und Philipp Gebhardt. Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Mein Name ist Philipp Gebhardt. Ich arbeite in der zentralen Applikation und kümmere mich vor allem um das Thema Servohydraulik. Guten Morgen, natürlich auch von meiner Seite. Ich bin der Marc Hermanns. Ich arbeite im Business Development hier bei der Firma Baumüller im Bereich Umformtechnik und Recycling. Bevor wir mit dem Webinar beginnen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie während dem Webinar stumm geschaltet sind. Sie haben aber dennoch die Möglichkeit, uns jederzeit schriftlich Fragen über das Fragenfeld zu stellen. Die gestellten Fragen werden dann am Ende der Präsentation in einer Frage-Antwort-Runde beantwortet. Dafür haben wir etwa 10 Minuten eingeplant. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird. An dieser Stelle noch kurz ein paar Worte zu Baumüller. Baumüller ist ein global aufgestelltes Familienunternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern. Die Firmenzentrale befindet sich hier in Nürnberg. Die Firma Baumüller kann auf mehr als 90 Jahre Erfahrung im Kerngeschäft Antriebs- und Automatisierungssysteme blicken. Und Baumüller gehört dabei auch zu den Top 10 Anbietern in der Antriebs- und Automatisierungstechnik. Unsere Systeme kommen weltweit in vielen Branchen zum Einsatz. Nun übergebe ich an meine Kollegen und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Vielen lieben Dank, Margit, für die einleitenden Worte. Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Antriebslösungen im Bereich der Umformtechnik und Blechbearbeitung geben und werden unseren Systemumfang für die Applikationen Servo-Exzenterpresse, Servo-Hydraulikpresse, Servo-Spindelpresse und Servo-Abkantpresse kurz vorstellen. Gerne stehen wir Ihnen im Anschluss an unsere Präsentation noch für Fragen zur Verfügung. Ich möchte aber auch hier bereits die Gelegenheit nutzen, Sie auf unseren Messestand auf der Euroblech 24 Ende Oktober in Hannover einzuladen, um dort in einem persönlichen Gespräch im Detail Ihre Fragen oder Ihr Anliegen besprechen zu können. Beginnen wir mit der Applikation der Servo-Exzenterpresse. Servo-Exzenterpressen sind mittlerweile nicht mehr aus der Umformtechnik wegzudenken. Sie bieten dem Anwender den Vorteil der hohen Produktivität der konventionellen Schwungradpressen und zusätzlich die Flexibilität der hydraulischen Pressen. Maßgeblich hierzu sind vor allem Motoren, welche die hierfür benötigten Drehmomente aufbringen können und mithilfe entsprechender Antriebs- und Steuerungstechnik die benötigte Flexibilität und Dynamik ermöglichen. Unsere DST2 High-Torque-Motoren sind bis zu einer Achshöhe von 560 mm verfügbar, womit Spitzendrehmomente von bis zu 60.000 Newtonmeter realisierbar sind. Es sind sowohl Pressen mit einem Motor als auch mit mehreren Motoren synchronisiert umsetzbar. Unsere Leistungsmodule der Servo-Umrichterbaureihe B-MAX 5500 versorgen hierbei die Motoren mit der nötigen Power. Hierbei können je nach benötigter Motorleistung auch mehrere modulare Servoantriebe synchronisiert einen Motor versorgen. Der Einsatz von Netzwerkserrichtern ermöglicht uns hier ein cleveres Energiemanagement mit Funktionen wie Rückspeisefähigkeit oder Lastspitzenreduktion durch den Einsatz von Energiespeichern, wie beispielsweise Zwischenkreiskondensatoren. Unser umfangreiches Softwarepaket für Servo-Exzenterpressen und die dazugehörende Steuerungstechnik Hardware komplettiert hier das Gesamtsystem. Hier sehen Sie eine mögliche Beispielkonfiguration eines Pressenantriebssystems. Die Presse wird hier von drei DST2 High-Torque-Motoren betrieben, welche aufgrund der hohen benötigten Leistungen von je vier Leistungsmodulen versorgt werden.
jeweils zwei der Leistungsmodule werden hierbei im Zwischenkreisverbund betrieben, wobei jeder Zwischenkreis von einem Netzwechselrichter der Serie BM51 Baugröße 9 betrieben wird. Und zur Reduktion der Lastspitzen sieht man hier eingezeichnet die Zwischenkreiskondensatoren. Haben wir auf der vorherigen Folie und auf der davor auch schon über unsere DST2 High-Torque-Motoren gesprochen. Würde ich jetzt noch mal ganz gerne kurz im Detail eingehen. Unsere DST2 High-Torque-Motoren kommen bereits in unterschiedlichsten Applikationen und Branchen erfolgreich zum Einsatz und können gerade in Spitzenlastapplikationen wie hier Servo-Exzenterpressen ihre Vorteile wie ein sehr hohes Spitzendrehmoment ausspielen. Die hohe Modellvarianz von über 200 unterschiedlichen Torque-Motoren verteilt auf unsere 6 Baugrößen ermöglicht es uns, für unterschiedliche Applikationen stets den richtigen Motor bereitstellen zu können. Dies erfolgt im Fall der Servo-Exzenterpresse natürlich zunächst im Hinblick auf die Spitzendrehmomente, aber auch hinsichtlich der Dynamik, sprich der Massenträgheit, der Einbaumaße und der Drehzahlen. Nun kommen wir zu den servohydraulischen Pressen. Sind extrem hohe Presskräfte durch den Prozess gefordert oder sind hohe Hubhöhen erforderlich, dann kommt man an hydraulischen Pressen schwer vorbei. Allerdings verfügen konventionelle, mit Normmotoren betriebene Hydraulikpressen über eine sehr schlechte Energieeffizienz. Ich würde jetzt gerne für die Details von der Servohydraulikpresse an den Kollegen Philipp Gebhardt übergeben. Und genau, Marc, danke. Also mit einer Baumüller-Antriebslösung bestehend aus einem hochdynamischen Servomotor und einem kompakten Umrichter profitieren Sie sowohl von den Vorteilen der Hydraulik als auch von der Effizienz der Servoantriebstechnik. Und durch die Antriebssoftware Servopumpe haben Sie gleichzeitig eine sofort einsetzbare und flexible Lösung für die Druck- und Volumenstromregelung Ihrer Hydraulikpresse. Wir unterstützen Sie dabei natürlich beim Engineering durch die Auslegung von Motor und Antrieb sowie auf Wunsch auch bei der Inbetriebnahme und Installation weltweit. Die DST2 Servomotorbaureihe verfügt darüber hinaus über ein sehr geringes Trägheitsmoment, um die nötige Dynamik für eine präzise Druckregelung während des Umformprozesses zur Verfügung zu stellen. Dank der verschiedenen Wellen- und Flanschoptionen unserer Motoren können die Hydraulikpumpen direkt an den Servomotor angebaut werden und durch den Wegfall von Kupplung und Pumpenträger in diesem Fall reduziert sich die Baulänge, die Geräuschemission und die Montagedauer. Betrachten wir nun die Antriebssoftware Servopumpe etwas näher. Unsere Baumüller-Antriebe können mit einer integrierten Druck- und Volumenstromregelung für Pumpen mit konstanten Verdrängungsvolumen ausgestattet werden. Diese Funktion ist verfügbar für die Gerätebaureihen BMX 4000, BMX 5000 und BMX 6000 und kann sowohl über Feldbus als auch analog angesteuert werden. Es werden lediglich 2 Sollwerte am Antrieb benötigt. Das ist der Drucksollwert natürlich, aber auch der Mengensollwert oder Volumenstromsollwert. Und der Druckistwert wird in diesem Fall direkt am Antrieb über eine Analogschnittstelle eingelesen. Durch die sehr schnelle Reglerzykluszeit des Antriebs von lediglich 125 Mikrosekunden ergibt sich eine sehr schnelle und genaue Druckregelung, die Drucküberschwinge sehr gut reduzieren kann und die Pumpenpulsation typischerweise auf Werte von kleiner Einbar regeln kann. Mit der Funktion können sowohl 2 als auch 4 Quadrantenpumpen betrieben werden. Das heißt, es ist auch eine Durchflussrichtungsumkehr möglich. Diese kann auch zum Druckabbau genutzt werden. Außerdem ist die Druckregelung mit einer intelligenten Druckvorsteuerung und einer geregelten Abschaltung für den Fehlerfall ausgestattet, wodurch die Maschinenintegration sehr einfach wird. Ja, gerade bei Hydraulikpressen werden sehr häufig sehr hohe Volumenströme benötigt, die von einer einzelnen Servopumpe nicht mehr effizient bedient werden könnten.
Daher kommen in diesen Anwendungen sehr häufig Master-Slave-Systeme zur Lastteilung zum Einsatz. Wie hier in diesem gezeigten Antriebssystembeispiel werden die von der Maschinensteuerung bereitgestellten Sollwerte, Drucksollwert und Volumensollwert, vom Masterantrieb eingelesen und verarbeitet. Und für die Einbindung weiterer Slave-Antriebe bietet Baumüller dann sehr flexible Lösungen an. Bei dem druckgeregelten Master wird üblicherweise dann die Druckregelung umgesetzt und nur ein Drehzahl-Sollwert an den Slave gesendet. Durch einen vorbereiteten Master-Slave-Modus kann dann der Slave auch während des Betriebes zu einem unabhängigen Master umgeschaltet werden oder aber auch ganz abgeschaltet werden. Dadurch kann die Spitzenleistung auf mehrere Pumpen verteilt werden und im Teillastbereich effizienter mit einer einzelnen Pumpe gefahren werden oder eine zweite Bewegung parallel vom Slave realisiert werden, um so Zykluszeit zu sparen. Werfen wir noch einen näheren Blick auf die Komponenten. Baumüller bietet neben dem Standard-Pumpenanbau über Kupplung und Pumpenträger auch zwei Direktanbaumöglichkeiten an, die sogenannte Advanced Line und die Performance Line. Hierbei unterscheiden wir nach dem Pumpenhersteller, der angebaut werden soll. Für Bosch, Voith und Eckerlip Innenzahnradpumpen ermöglicht die Advanced Line einen fettgeschmierten Direktanbau und speziell für Bucher Innenzahnradpumpen bieten wir einen ölumlaufgeschmierten Direktanbau an, die sogenannte Performance Line, bei dem die Steckverzahnung durch ein gezieltes Einbringen eines Leckölstromes von der Pumpe geschmiert wird und somit wartungsfrei wird. Der Leckstrom wird dabei über das Motorlagerschild direkt zum Tank zurückgeführt. Die unterschiedlichen Pumpenanbaulösungen können Sie, wie hier in der Tabelle gezeigt, für die Motorbaureihen DSD2, das sind sehr dynamische Motoren, DSC1, das sind sehr kompakte Motoren, und DS2, das sind Hauptantriebe für größere Leistungen, einsetzen. Und sie können zusammen mit vorkonfektionierten Pumpenbaugrößen verwendet werden. Ja, Philipp, vielen Dank. Kommen wir zu der Applikation Spindelpresse. Die Bandbreite der Presskräfte und somit auch die Pressengrößen ist bei Servo-Spindelpressen enorm. Sie reichen von Pressen mit einer Presskraft von unter einer Tonne bis hin zu Pressen mit 1000 Tonnen und mehr. Dank des breiten Motoren- und Antriebsportfolios kann Baumüller für jede Größe das passende System anbieten. Speziell für kleinere Pressen sind unsere hochdynamischen Servomotoren der DSD2-Baureihe auch in Kombination mit Getrieben prädestiniert. Für die großen Spindelpressen, wie hier auf der Folie gezeigt, haben sich unsere High-Torque-Motoren bewährt. Speziell bei Pressen mit mehreren Spindeln und somit auch mehreren Motoren ist die Möglichkeit einer hochsynchronen Kopplung der Antriebe ein entscheidender Punkt. Kommen wir nun zu den Abkantpressen, zu den Servo-Abkantpressen. Ähnlich wie bei den bereits vorgestellten Pressen werden auch bei den Abkantpressen bereits seit einigen Jahren unterschiedliche Antriebssysteme eingesetzt. Auch hier unterscheiden sich die Konzepte hauptsächlich in der Produktivität, der Presskraft und der Energieeffizienz. Sowohl bei einem vollelektrischen, sprich servomechanischen System, als auch bei einem servohydraulischen Hauptantrieb profitieren Sie bei Baumüller von der jahrelangen Erfahrung als Antriebs- und Automatisierungshersteller in der Ausrüstung von Maschinen. Das Antriebssystem besteht bei einer vollelektrischen Hauptachse aus Servomotoren und Servoantrieben und hat im Vergleich zu einer konventionellen hydraulischen Lösung neben einer höheren Energieeffizienz und Produktivität noch zahlreiche weitere Vorteile, wie beispielsweise höhere Umweltverträglichkeiten durch das nicht benötigte Hydrauliköl, geringere Lärmbelastung und Wartungskosten sowie eine höhere Präzision. Bei einem servohydraulischen Antrieb wird eine Servopumpe mit einer integrierten Regelung im Umrichter für die Hydraulikversorgung eingesetzt. Baumüller übernimmt dabei die Auslegung des gesamten Antriebssystems inklusive Motor, Servoantrieb
und gegebenenfalls auch Pumpe. Die Verbindung zwischen Pumpe und Motor ist dabei sowohl als Anbau über Kupplung und Pumpenträger oder über einen Pumpendirektanbau möglich. Jetzt haben wir auf den vorherigen Folien schon einiges auch zur Servoantriebsserie BMX 5500 gehört. Und da würde ich jetzt in dieser Folie noch ganz kurz etwas näher darauf eingehen. Der BMX 5500 ist sozusagen unser Allrounder und kann auf 7 Baugrößen verteilt einen Leistungsbereich von 1,1 bis 315 Kilowatt abdecken. Dabei sind in allen Geräten Gleichrichter, Zwischenkreiskapazitäten und Wechselrichter integriert. Über die steckbaren Sicherheitsmodule können auch höhere Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise SLS oder SLP realisiert werden. Auch beim Thema Drive Intelligence braucht sich unser BMX 5500 nicht zu verstecken. Mit der BMX SoftDrive PLC macht er separate Steuerungshardware bei bestimmten Applikationen sogar unnötig. Durch die Kombination von Motion Control und SBS-Funktionen im Regler schafft Baumüller eine dezentrale Steuerungsarchitektur für die Programmierung gemäß IEC 61131, die den Aufbau von verteilter Intelligenz in der Maschine extrem einfach gestaltet. Ohne aufwendige Tools zur Steuerungsprogrammierung können so von der einfachen Verrechnung digitaler Eingänge bis hin zu hochkomplexen Regelungsalgorithmen Steuerungsaufgaben dezentral im Regler realisiert werden und das Ganze ganz einfach in unserem Parametriertool ProDrive. Noch ein paar Worte zum Service, zum weltweiten Service. Als Hersteller von elektrischen Antriebs- und Automatisierungssystemen und als Serviceanbieter in den Bereichen Retrofit, Ersatzteile, Reparatur und Verlagerung begleiten wir unsere Kunden über den kompletten Lebenszyklus ihrer Maschine und Anlage. Von der Projektierung bis hin zum After-Sales-Service. Ein dichtes Netz an Niederlassungen und Partnerbetrieben ermöglicht den kurzfristigen Einsatz von Servicetechnikern rund um den Globus. Mit Hilfe modernster Prüf- und Messmittel werden Ihre Maschinen und Anlagen sorgfältig inspiziert und gewartet. Unser mobiles Serviceteam führen Instandsetzungen, soweit es geht, natürlich vor Ort durch, um bei Ihnen Stillstandszeiten zu minimieren. Hiermit sind wir am Ende unserer Präsentation angelangt und ich möchte mich bei Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Und wir würden jetzt gerne... Marc wird sich dann drum kümmern und auch Ihre Fragen dann gerne im Nachgang beantworten. Weitere interessante Informationen zu unserem Webinar finden Sie auf unserer Website unter der Branche Metallbearbeitung sowie unter Technologielösungen und im Top-Menü unter den Referenzen. Wie Marc auch schon erwähnt hat, treffen Sie meine Kollegen und mich auch auf der Euroblech in Hannover vom 22. bis 25. Oktober. Und wir freuen uns da auch auf einen möglichen direkten Austausch mit Ihnen auf der Messe. Und ich möchte Sie herzlich einladen, uns auf unserem Stand in der Halle 27 zu besuchen. Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende des Webinars. Ich bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Hiermit verabschieden wir uns aus Nürnberg. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.